hier mit von der Partie. Es gab hier wohl auch einen Line-Up-Wechsel, so wie es aussieht. Tace jetzt mit dabei. Masterblaster. War Tace schon von Anfang an mit dabei? Ja, habe ich mit vorgelesen. Ach so, okay, gut. Ach, da ist mir ganz schön aufgefallen. Tace, hier nochmal ein Gruß von mir an Tace. 2-2-1-Situation jetzt hier auf Seiten IP. Und Aim muss jetzt auch langsam mal Gas geben. Wird jetzt hier von hinten attackiert. United kann sich durchsetzen. United hier schön, holt hier den letzten von IP weg. Wovaklas kann sich verabschieden, Koffer packen, nach Hause fahren. Erste Runde geht hier an, Aim. Wie gesagt, ich bin jetzt gespannt hier, der Standardaufbau. Das letzte Mal haben wir ja gesehen, dass die Leute sich sozusagen hier zusmoken, was total dumm ist, finde ich. Aber hier die Situation. Schönes Ding. Ach, und da ballert er den Blade Runner weg. Den eigenen Mann holt er hier weg. IP holt den eigenen Mann weg. Da kommt jetzt... Sorry, tut mir leid, Blade Runner. Ich glaube, der kotzt jetzt gerade. So, da hat er aber... Er müsste aber gesehen haben, dass die Sniper-Pussy oben bedeckt ist. Und was ist los? Hat er da oben... Steht er unter Schock? Warum schießt er nicht? Jetzt wurde die Smoke geworfen. Das heißt... Die wichtigen Sniper-Posis wurden hier belegt. Wir schauen, wir wechseln jetzt einfach mal auf die andere Sniper-Posi. Wenn er da noch oben ist. Ja, er ist noch oben. Weil, wie gesagt, die Posi sehr, sehr wichtig. Hier hat er sozusagen den Bomben-Spot perfekt unter Kontrolle. Und jetzt kann nur noch sozusagen von Seiten des Marines dort nur noch eine Smoke geschmissen werden. Oder der Kollege auf der Sniper-Posi wird weggeholt. 3-1-Situation hier für Aim. Und Aim setzt sich durch und da 0-2. Wollen wir mal schauen, wie jetzt der Aufbau jetzt nochmal auf Seiten IP ist. Wir gehen mal auf Tace. Oder bleiben auf Blade Runner. So, Blade Runner müsste eigentlich dadurch, dass er der Erste ist, die erste Ansage bringen. Wie viele Leute rüber? Nein.